Servus, Densi. Servus, Bernhard. Warum huckst du da so wie ein Tatschka heute? Was heißt wie ein Tatschka? Vielleicht fühle ich mich einfach gerade so. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich heute? Sprechen wir mal über unsere Gefühle. Wie fühlst du dich heute? Genau. Mittwoch ist, wir trinken einen Kaffee. Pass auf, ich starte mit einem Happy-Thema, das gleich Lächeln auf die Lippen zaubern wird. Passt die Wort drauf. Letzte Woche, David Hasselhoff war in der Steiermark am Schlossbergraum und hat sein Konzerttournee präsentiert. Nächstes Jahr kommt Hasselhoff, The Hoff, The Machine himself. The Machine himself, nämlich. Nach Graz und nach Schladming und nach Wien für drei bombastische Megakonzerte. Weißt du? Total. Gehen wir, wenn er in Graz ist? Ja, Hasselhoff hätten wir schon einmal gehen, sicher. Voll, das ist auch wirklich cool, dass meine Jugend. Ja, Weltklasse, man fühlt sich, also, ich sag's dir, wie sie ist, ich kann da aus eigener Erfahrung berichten, bei einem David Hasselhoff-Konzert, du fühlst dich sofort wieder wie ein Kind in die 90er, die Baywatch-Songs, Knight Rider und alles poppt wieder auf. Ja. Und man vergisst den Alltag für 2 Stunden und es ist Weltklasse. Na, bin ich dabei. Wirklich, ja, ich finde einfach Ich schwöre. Passt. Dann gehen wir Hasselhoff-Konzert. Ja, solche Ikonen muss man sich einfach anschauen, ja, oder? Wenn man schon die Chance hat, dass man es nochmal sieht. Auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir Pressekarten. Vielleicht. Du kümmerst dich drum. Ich kümmere mich drum, ja. Passt. Ich gehe mit und du kümmerst dich drum. Okay, passt. Zurück zu News, relevanten News. Ja. Und zwar auch ganz aktuell, es gibt jetzt da in Österreich den digitalen Führerschein. Ja. Was halten wir davon? Also ich halte davon. Ja. Ich finde super, dass es das gibt. Weil einfach, ich meine, ich habe noch früher diesen rosa-roten Zettel gehabt. Jetzt bin ich ja wenigstens schon auf die Karten umgestiegen. Aber das rund ums Thema digitaler Führerschein, es wird halt einfach alles digitaler. Du hast halt alles am Handy, du hast übers Handy bist eh gesperrt. Das ist eh mit Face ID gesperrt oder mit Code. Ja. Warum nicht? Nein, ich finde es super, du hast ihn immer dabei, du brauchst nichts einstecken. Du brauchst das ist auf jeden Fall, vergessen kannst du kaum mehr, weil das Handy vergisst ja auch nicht. Sie haben ja auch geschrieben, dass das eigentlich super nachher sein soll für die Kontrollen dann zukünftig. Warum? Weil einfach die Polizisten nachher bei der Verkehrskontrolle einfach gleich über einen QR-Code auslesen können. Aber auch beim Einkaufen, zum Beispiel im Supermarkt, wenn du Alkohol kaufst, dass die das einfach wirklich gleich alles überprüfen können und das einfach schneller funktionieren soll. Stimmt, weil die Menschen zahlen ja auch mittlerweile mit dem Handy über die Bankomat-Funktion. Und wahrscheinlich ist es nachher so, dass du gar nicht mehr rechnen musst, weil jetzt hast du ja das Datum, gell? Und da muss die Kassiererin ja immer nachdenken. Haha, wie alt? Geht sie das aus? Geht sie das aus oder nicht? 17 Jahre und 300 Tage. Und wahrscheinlich poppt es nachher grün oder rot auf, wahrscheinlich im Supermarkt, wenn du das mit dem QR-Code scannst. Weiß ich nicht. Ist jetzt meine Vermutung nur. Das heißt, du wirst deinen Führerschein jetzt auch digitalisieren lassen? Ja, hätte ich schon vor. Okay. Aber ich habe nur gehört, dass jetzt da beim App Store ist es ja schon ganz groß drin und anscheinend funktioniert schon alles. Ja, es ist Nummer 1 bei den Downloads anscheinend. Aber dieses soll sich schon aufgehängt haben ein paar Mal. Wie heißt E-Ausweise, glaube ich, heißt die App, oder? Man muss über das digitale Amt und über Handysignatur kannst du dann deinen Führerschein Du brauchst ja relativ viel, dass du das überhaupt aktivieren kannst. Ja, aber hast du die Bankomatkarten am Handy? Nein. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht, ich vertraue dem System Ganzen nicht. Du hast einen Führerschein nachher rauf? Nein. Nein, nichts digital. Nein, bin ich nicht. Nein. Bin ich oldschool unterwegs. Hast du einen rosaroten Zettel noch? Nein, den habe ich leider nicht mehr. Der ist mir gestohlen worden in Russland damals. In Russland? Ja, ich weiß, aber den möchte ich nicht erzählen, die Geschichte. Ist aber echt eine Brechergeschichte. Super. Du kannst ja nicht so anziehen, sondern dann nicht erzählen. Ja, nein, ist peinlich. Aha. Ja. Okay, also, unser Bernhard ist nicht so digital, der mag noch das haptische. Nein, irgendwann werde ich das auch schon machen mit den ganzen Digitalisierungen. Jetzt erzähl, was war in Russland eigentlich? Ja, nichts, ich bin heute ausgeraubt worden in Russland und da ist der Führerschein flöten gegangen. An einem feuchtfröhlichen Abend. Okay, verstehe. Verstanden. Es ist wirklich passiert. Ich hätte noch ein paar solche Stories, aber das, das fangen wir jetzt gar nicht an. Gehen wir lieber gleich über zu Latimer Bullshit. Das passt jetzt gerade voll nicht drauf. Ja, sicher, weil das ist auch Bullshit, worüber wir da jetzt reden. Okay, passt. Ab zu Latimer Bullshit. Passt. Es ist zwar unnützes Wissen, aber Fakt ist Fakt. Wir liefern unnützes Wissen, kompakt im Takt. Latimer Bullshit, das kriegst nicht in der Schule mit. Latimer Bullshit, Latimer Bullshit. Unnützes Wissen, aber Fakt ist Fakt. Wir liefern unnützes Wissen, kompakt im Takt. Latimer Bullshit, das kriegst nicht in der Schule mit. Latimer Bullshit, Latimer Bullshit. Okay, Densi. Ja. Hör mal zu. Ich habe ein hochpolitisches, hochbrisantes Thema heute mitgebracht für Latimer Bullshit. Ja. Und zwar, du bist ja ein Kind der 90er Jahre, kann man sagen, oder? Und du kannst dich sicher erinnern an den großen Falco-Hit Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Kannst du dich erinnern? Ja, kann ja. mich erinnern. War ein Mega-Hit. Ja. Und zwar geht es ja darum, um einen Kokslieferanten, der ihm Koks liefert, einer Familie ja. zum Heizen. Und es sind halt aber sehr viele Kokain-Drogen-Anspülungen in dem, Wirklich, und war ein Riesenskandal damals. Und du kennst auch unsere Nationalratsabgeordnete und Ex-Frau unseres Ex-Vizekanzlers Philippa Strache. Mhm. Kennst du auch? Ja, kenne ich auch. Und jetzt da kommt der Connex. Philippa Strache war als 8-jähriges Mädchen in diesem Video von Mutter, der Mann ist Cox, ist da, was hat sie mir gespielt. Ah, wie cool. Und daraufhin hat sie, hat sie kennengelernt. Und mehr will ich gar nicht dazu sagen. Super, lass mal Bullshit. Gut, okay. Ja, finde ich gut. Ja. Okay, jetzt seid ihr meins. Also, ich habe ein Thema rund um Halloween, weil es kommt jetzt ja Halloween. Oh, ja. Steht vor der Tür. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das passt zu so einer Vor-Halloween-Folge. Passt das genau. Also, hast du gewusst, dass Kakerlaken... So ein Kakerlaken jetzt mit Halloween zu nehmen? Ja, ich bin interessiert, ich bin interessiert. Ja, du hast mich so skeptisch angeschaut. Ja, so, ja, weil ich mit Kakerlaken jetzt nicht gerechnet habe. Jetzt habe ich wieder ein Lochfleisch. Heute ist wirklich eine komische Folge. So, also, Kakerlaken können 9 Tage ohne Kopf überleben. Ohne Kopf? Ja. Aber weißt du was, das wundert mich nämlich auch gar nicht, weil es heißt ja, Kakerlaken würden an Atomkrieg überleben und Kakerlaken würden sowieso alles überleben, was passiert. Was aber ich erkläre da warum. Ja, bitte. Also, eine Kakerlake hat nicht nur das Gehirn im Kopf, sondern das hat so wie kleine Mini-Gehirne eigentlich. Na, hör auf. Im Körper. Das heißt, es kann sich ganz normal nach weiter bewegen und überleben und krabbeln und kriechen. Ja. Weil einfach dort Mini-Gehirne sitzen, so im Kopf, auch wenn er Kopf hat. Also nicht nur im Kopf, sondern im Körper. Aber sehen tut es dann nichts, oder? Aber nein, das Problem ist, nach 9 Tagen verhungern oder verdursten sie. Weil ja, weiß ich ja nicht. Super, Tensi. Großartiges Wissen. Ich weiß noch, warum ich so lachen muss. Ja, weil es ja voll witzig ist. Na, eigentlich ist es vergrausig. Na komm. Entschuldige. Ich war Kakerlaken. Wenn man über Kakerlaken keine Witze mehr machen darf, dann war's. Will ich aber nicht mehr leben auf dieser Welt. Okay, danke, fertig. Cut. Ende aus, passt. Es ist zwar unnützes Wissen, aber Fakt ist Fakt. Wir liefern unnützes Wissen, kompakt im Takt. Latte mal Bullshit, das kriegst nicht in der Schule mit. Latte mal Bullshit. Unnützes Wissen, aber Fakt ist Fakt. Wir liefern unnützes Wissen, kompakt im Takt. Latte mal Bullshit, das kriegst nicht in der Schule mit. Super, Tensi, echt. Und genau das wollte ich am Anfang der Folge, dass man das damit deine Emotionen zeigt und einmal wirklich rauskommst aus dir. Das Innerste von dir, dass das zum Vorschein kommt. Dass ich einfach lach. Was auch Emotionen auslösen wird, gewaltige bei mir zumindest, ist der neue Super Mario Kinofilm, der im Frühjahr in die heimischen Kinos kommen wird. Ja. Hast du mitgekriegt? Super Mario Brothers. Ja, habe ich mitgekriegt. Luigi Mario, die Mario-Brüder. Und damals hat es auch schon einen Kinofilm gegeben. Ja. Wie ein Kind war, kann man erinnern. Der ist schon, glaube ich, in die 80er produziert worden. War ein riesiger Flop. Die Leute sind überhaupt nicht ins Kino gegangen, okay. Weil er war nicht sonderlich gut. Aber mich hast als du Kind, ihn gesehen? Ich habe eben sogar als Kauf-VHS daheim gehabt. Ah, wie geil. Nein, ich habe nicht gesehen. Ja. Also den kenne ich nicht. Aber ich bin gespannt jetzt auf den jetzigen Film. Der wird voll cool, glaube ich. Vor allem Jack Black spielt in Bowser, was einfach prädestiniert ist. Das habe ich gesehen jetzt da beim Teaser. Finde ich super. Passt genau dazu. Wie heißt da dieser Zac Efron spielt, glaube ich, Donkey Kong oder die Stimme von Donkey Kong. Okay. Es sind ein paar Kapazitäten dabei. Chris Pratt spielt Mario. Du, und Halloween könntest du gleich verkleiden, ha? Ich habe mich sogar echt einmal als Super Mario schon verkleidet, aber zu Fasching, kann man erinnern. Ja, jetzt geht das Halloween geht jetzt ein paar. Ich weiß nicht, ich habe Halloween jetzt ehrlich gesagt noch nie gehst so. Gehst du nicht von Tür zu Tür und machst Trick or Treat? Nein, hätte ich noch nie gemacht. Du? Ja, nein, eigentlich noch nicht. Aber heuer haben wir mit schon überlegt, ob ich mit den Kids jetzt einmal gehe. Denen taugt das sicher, oder? Ja, ich muss ja wirklich zugeben, ich finde ja, unsere Traditionen müssen wir halt ganz stark forcieren und eigentlich leben. Ja. Und ja, aber Halloween ist irgendwie schon so mit ankommen in die Mitte. Findest? Der ja. Nein, also ich weiß nicht, also die letzten 10 Jahre ist ja, es wird immer mehr. Immer wer kommen und hat angeleitet bei der Tier, kommt man vor. Nein, bei mir ist es. Vielleicht haben sie Angst bei mir. Ha? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht sein kann. Aber ich habe immer Süßigkeiten haben. Also, wenn ihr leitet, ich habe Süßigkeiten, habe ich da. Okay, ja, ich werde auch eine Schüssel mit Süßigkeiten vorbereiten. Also wann ist Halloween eigentlich? 31. Oktober? Ja. Walburg ist Nacht. Ja, Montag. Es spukt, es wird irre, es wird gruselig. Ja. Toll.
Also, schauen wir mal, was Halloween wird. Du, aber zwecks Halloween. Was mir jetzt noch unterkommen ist. Sag. Du bist ja so ein bisschen ein Trendsetter, gell? So Ich bin ein Trendsetter. Nein, ist mir jetzt einfach unterkommen und ich wollte dich fragen, was du dazu sagst, zu diesem neuen Butterbrot-Butterboard-Trend. Food-Trend. Ich habe den Butterboard-Trend auf TikTok auch mitgekriegt. Ich habe ihn jetzt nicht wirklich verfolgt. Ich hab, weil ich ja kein Trendsetter bin und ein Oldschool-Typ bin, habe ich es in der Zeitung davon gelesen. Nein. Ich schwöre es wirklich. Es hat einen Zeitungsartikel gegeben. Ja, wirklich. Dort ist mir das untergekommen. Okay. Ja, aber es ist halt ein riesiger Trend, dass die Leute auf TikTok eben Butter auf ein Brett aufschmieren. Ja, das schön dekorieren. Schick dekorieren mit Kräutern und weiß ich nicht, Gemüse und Obst. Zitronenschalen. Und dann kommt ein frisches Brot und dann wird dort eindunkt und dann wird das so gegessen. Ja. Das ist der Trend. Das ist der Trend. Ja. Und ich habe schon gelesen, manche Gastronomen, deswegen war es in der Zeitung, weil manche Gastronomen schon das jetzt da tatsächlich anbieten. Auf der Karte haben wir was? Ja, Butterboard. Nein, wie geil. Ja. Wie cool ist das? Ja, sollte man mal essen gehen, ein Butterboard. Ein Butterboard. Ja. Ich finde es einfach, aber was für Ideen die Leute kommen, ich finde es ein Wahnsinn. Ja. Und aber es funktioniert, das geht voll. Wir sind ja auch TikTok-Influencer, kann man sagen. Manche Videos von uns haben 100.000 Klicks, bitte. Ja, ein bisschen übertreiben tust du jetzt auch gerne. Ja, aber fast 100.000, kann man schon sagen. Ist okay. Ja, aber ich hätte gesagt, wir machen trotzdem kein Butterboard. Nein. Oder? Ich weiß, auch wenn es optisch schön ausschaut am Foto, ja. Aber es reizt mich jetzt nicht so zum Essen. Nicht? Ja, aber Butter. Vor allem weißt du, wie viel Butter du da brauchst? Ja, viel. Kommt auf die Größe des Bretts drauf an. Natürlich. Aber meistens sind sie ein bisschen größer, damit es nach viel ausschaut. Mhm. Ja, also, okay. Wir werden es weiter beobachten. Wir werden es weiter beobachten und schauen, was die neuen Trends sind. Auf TikTok und auf Instagram und auf Spotify und auf YouTube, weil dort sind auch wir vertreten. Natürlich. Folgt uns, schreibt es in den Kommentar, meldet euch. Und wir gehen nächsten Mittwoch wieder auf den Café. Machen wir. Jetzt sammeln wir uns wieder. Sammeln wir uns wieder. Ciao. Pfiat euch. Baba. Ich kann mich erinnern, wie der erste NES in unser Haus gekommen ist. Ja. Mann, so, ich habe Super Mario gespielt, bis der Arzt kommt. Auf und ab, die ganze Zeit? Auf und ab. Bis der Arzt kommt. Das ist ein Spruch, den habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Oh ja, Halloween. Was sagst du zur Halloween-Tradition? Gruselig ist das für mich. Ich gehe da nicht außer Haus, die ganzen Geister und Vampire und die da alle herumlaufen. Na, da geht mir die Düsen. Was, das heißt, bei Trick or Treat, dass du die Tür zulassen? Ja. Gott, über meine eigene Geschichte gedacht, wie bescheiden ist. Mm. Du hast ein bisschen Butter aufs Brett spielen. Butter aufs Brett. Ich weiß, du willst überleiten zum der Übergang. Der ist wirklich fragwürdig, nennen sie jetzt gewesen. Ich habe sogar mal bei einem Wettbewerb mitgemacht. Was? Wieder eine persönliche Geschichte. Bei einem Wettbewerb, da hast du müssen das erste Level von Super Mario durchspielen. Ich weiß noch, beim Buntigam in Kindberg, Fotostudio Buntigam. Und dort, wer der Schnellste war und der am meisten Punkte gehabt hast, nach dem ersten Level, hat dann was gewonnen. Und ich habe lang geführt, ich schwör's dir. Hast du nichts gewonnen? Nein, irgendwann war ein besserer da. Aber ich habe sehr lang geführt. Weltklasse. Es macht mir richtig Spaß heute, erstmals. Eigentlich einen Horrorfilm habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Sollte ich mal wieder mal anschauen. Ja, ich habe noch immer ein riesiges Trauma von S. S. Ja, ich glaube, aber S, der Film, das hat, glaube ich, echt, den hat jeder gesehen. Jeder hat ihn gesehen und jeder hat ihn auch viel zu früh gesehen, ja, oder? Der, das ist genauso, was den schaust du an mit 19 Jahren, weil du denkst, okay, die Eltern sind nicht da und nachher hast du 34 Trauma. Jahre Trauma. Die sind hip. Ja, hip und hip. Trendy. Wie was, du und wie? Ich. Super Sache. Na echt gut. Sagt mir voll.